Aufzug schaffen, hier hinten rumzukommen, um mich abzuballern. Hier kann er mich echt gut umgehen. Das schafft auf jeden Fall einen Anzug. Also. Ist der dorthin runterziehen. Nächste Runde direkt tot. Das ist scheiße. Der wird irgendwann von hinten kommen, sonst kommen sie von vorne, wenn ich mich umdrehe. System primed. Obwohl, da kann er. Oh, ja. So einen langen, schrägen Schuss. Ach, der war ein nutzloser Typ gestorben. Er geht da hinten, das ist schon gut. Sollte er nichts machen können. System primed. Ducken würde ich sogar. Primed. Denn letzten Endes hat er eine echt gute Position. Die mit der Shotgun sollten eigentlich nichts dagegen machen können. Hostile neutralized. Ignorieren wir den da oben. Gehen wir einfach dort. System primed. Und ja, warten wir, dass sie um die Ecke kommen. Wissen, wenn ich jetzt beide Seiten decken kann, ist nie geschafft. Was ein Todeskorridor. Du zählst in die Richtung, weil die auch ducken hin, einfach weil sie können. Und Mission geschafft, bevor wir sie geschafft haben. Diesmal kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So. Sechster Zug. Niemand in der Nähe, um den zu töten. Zwei Leute am Wachen. Sogar der Computer lebt noch. Unglaublich. Mission complete. Uiuiuiui. Result. Rating? Also, da hatte ich ein höheres Rating erwartet. Ich habe beide Leute am Leben gehabt. Und den Computer. Und die Zielperson. Nur weil zwei Gegner überlebt haben. Ach,
machen, das sieht doch mal interessant aus. Ja, das sind echt tolle Hilfen. Uiuiui, das wird auch wieder ein langes Spiel. Was haben wir denn hier? Ein Sniper, ein Neutral mit einer Bazooka, Raketenwerfer. Raketen zerstören übrigens Wände. Was dazu führt, was, glaube ich, in späteren dieser Patz-Situationen nicht mehr auftauchen. Wir haben völlig freistehend einen Typen mit Shotgun. Juhey. Was war nochmal mein Ziel? Alle Gegner besiegen? Hoffe ich mal. Keine Ahnung, du gehst erstmal dein Ziel in die Richtung. Das sieht für den Anfang recht sinnvoll aus. Du gehst. Das ist echt blöd für eine Shotgun ganz nach unten. Du gehst nicht zu nah an die Wand. Und so, probieren wir es einfach mal aus. Mein Gott, man wird hier echt hier am Kampfanfragen überhäuft. Gibt auf jeden Fall genug Spieler, die sich messen wollen. Und er hat viel zu rechnen. Man merkt, dass viele Leute da sind. Na komm, na komm. Put, put, put. Outcome. Okay. Der hat den Typen getötet. Den werde ich töten. Das ist schon mal gut. Ach, Gretchen musste ich töten. Und ein Bazooka ist weg. Okay. Dann sollte ich davon absehen. Nein, ich will, dass du... Ich will einfach nur nicht neben Wänden stehen, damit die Raketen nicht zu viel platt machen. System primed. Scheiß Raketenwerfer. Raketenwerfer muss man übrigens einen expliziten Feuerbefehl geben. Das heißt, man kann nicht einfach, sobald was ins Bild läuft, bumm machen, sondern man muss vorher schätzen, wie steht's gleich und wo will ich Platz schaffen. Bim, 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 bim. Wobei. Hostile neutralized. Sollte da sogar töten und ich habe die Explosion überlebt. Eigentlich, dass ich da ein Stück zurückgegangen bin, aber meine Herren. Nehmen wir dich. So, komm, wurscht. Hat der Raketenwerfer von uns? Ach, da kommt gerade die Rakete. Dir
dir gehe ich dorthin und mit dir will ich auch dort unten hin. System primed. Und was ich mit dem mache, keine Ahnung. System primed. Scheiß Shotguns auf riesigen freien Flächen mit großer Entfernung. Und die Raketenwerfer. Die hauen ja mal nur rein. Ich kann mich da oben auch nicht bewegen, weil ich ja unter im Feuergefecht bin. Komm, es werden immer weniger Männchen. Ladebalken, Ladebalken, Ladebalken. Gewinne, gewinne, gewinne. Der Typ tot. Oh, der Raketenwerfer ist tot. Aber da fliegt eine Rakete. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg, würde ich mal sagen. Gut. Damit renn einfach nur. Prime. Ja, das heißt ja echt nur vor dem Raketenwerfer da oben wegkommen. Und dort unten ist dann noch der eine Typ mit Shotgun, den man ausschalten muss. Sollte zu machen sein. Hostile, hostile, neutralized. Hostile, neutralized. Mission complete. Ach, Birdshot stirbt dadurch auch. Sehr gut. Und ich habe sogar den Shotgun-Typen dort getötet. Nicht getötet, gerettet. Ah, komm. Etwas mehr Rating wäre schon drin gewesen. Hey, die drei Missionen haben diesmal länger gedauert. War auch eine Menge Fail dabei. Mehr Fail gibt's dann beim nächsten Mal. Macht's gut.